Du würdest gerne mit Yoga anfangen, aber du bist ehrlich gesagt von diesem ganzen Angebot da draußen total überfordert. Oder aber du machst schon Yoga und du würdest gerne für dich ab und zu mal so zwischendurch einfach ein bisschen was machen, aber du weißt dann nicht so genau, welche Übungen sollst du jetzt machen und was tut dir wann gut. Wenn diese beiden Punkte für dich in Frage kommen, dann ist die heutige Folge hier genau richtig für dich. Bleib jetzt dran. Vielleicht nur kurz zu mir. Wer bin ich überhaupt? Ich bin Britta Teutsch, ich bin 45 Jahre alt, Yogalehrerin und ich helfe unbeweglichen Yoga-Anfängerinnen, sich beim Yoga von Anfang an göttlich zu fühlen, anstatt sich zum Hampelmann zu machen. Und in meinem Mitgliederbereich begleite ich die Frauen dann auch auf ihrer restlichen Yoga-Reise und das mit sehr viel Freude und ja, sehr viel Herzblut dabei. Aber zurück zum Eigentlichen. Was musst du über Yoga wissen? Das Wichtigste, was du über Yoga wissen musst, ist, Yoga ist kein ganz normaler Sport. Das heißt, Yoga wirkt nie nur auf körperlicher Ebene. Yoga wirkt immer körperlich, geistig und auch energetisch. Und auf Letzteres möchte ich heute ganz im Speziellen eingehen, auf die Energie und auf das, was beim Yoga passiert. Ich habe mich früher in meinen Yogaklassen immer total gewundert, wenn wir da abends, weiß ich nicht wie viele, 10 Runden Sonnengrüße da abgejuckelt haben, warum ich immer nach Hause kam und habe so gedacht, boah, ist ja toll, ich bin jetzt zwar entspannt, aber ich bin jetzt total aktiviert auch und ich kann jetzt überhaupt gar nicht schlafen. Und erst in meiner Yogalehrerausbildung habe ich dann verstanden, ja, das ist ja auch gar kein Wunder, weil du so viel Energie geweckt hast in dir, in Wallung gebracht hast in dir und insbesondere bei den Sonnengrüßen, dass ich dann abends einfach nicht schlafen konnte. Ich war wirklich richtig, richtig wach. Und das ist Tipp Nummer 1. Wenn du solche aktivierenden Yoga-Übungen machst, wie zum Beispiel die Sonnengrüße oder auch Kapalabhati, das ist diese Atemmethode hier, bei der wir ganz normal einatmen und dann immer so stoßartig wieder ausatmen oder auch aktivierende Körperübungen, wie zum Beispiel hier die Rigger oder wie ich immer gerne sage, die Heldin oder auch hier den Tänzer. Ja, dann ist es klar, dass wir danach aktiviert sind. Und das möchte ich dich bitten, so ein bisschen im Auge zu behalten. Wenn du übst, wenn du alleine für dich zu Hause übst, schaue, dass du nicht unbedingt zum Abend, dann, wenn du schlafen möchtest, dass du dann so eine aktivierende Praxis machst. Aber auch grundsätzlich, wenn du eher so das Gefühl hast, du bist sowieso schon so total, total hibbelig. Und dann haben wir ja oftmals auch so den Drang, uns irgendwie jetzt nochmal richtig auszupowern, damit wir danach auch müde sind. Und das spricht natürlich nicht unbedingt was dagegen, dann vielleicht nochmal eine Fahrradtour zu machen und sich körperlich auszupowern. Wenn wir jetzt aber eine Yogastunde wählen, die wirklich sehr, sehr aktiv ist, die uns nochmal sehr, sehr in die Energie hineinbringt und die nochmal sehr dich erhitzt, dich erwärmt, dich aufwärmt, dann ist das für dein Nervensystem anstrengend. Denn wenn es sowieso schon in diesem On-On-On-Alarmmodus ist, da jetzt noch zusätzlich Öl ins Feuer zu schütten, damit das erstmal so richtig in die Luft geht. Also wenn du wirklich hibbelig bist und unruhig bist, dann versuche lieber über Atemübungen, wie zum Beispiel die Wechselatmung, dich wieder zu zentrieren, wieder in deine Mitte zu finden oder auch über erdende Übungen, wie zum Beispiel den Baum oder die Kinnstellung, wieder in deine Mitte zurückzufinden und versuch dann lieber, dir eine schöne Endentspannung mit einer netten Fantasiereise zu gönnen. Wenn du hingegen eher so das Gefühl hast, du kommst überhaupt nicht richtig rauf, du bist eher so träge und müde und oh, du hast so gar keinen Antrieb, ja, dann würde dich eine aktivierende Praxis wirklich weiterbringen. Aber gerade das, wenn wir so in diesem Ich kann nichts Modus sind, dann fällt uns das ja total schwer, jetzt zu sagen, alles klar, jetzt nehme ich mir so eine fordernde Yogastunde. Da ist mein Tipp, versuche erstmal langsam in die Bewegung zu kommen. Also eine Bewegung könnte schon mal sein, sich erstmal langsam von der Couch runterzurollen auf die Matte und dann einfach mal so ein bisschen Sachen zu machen, die erstmal vielleicht noch gar nichts mit Yoga zu tun haben. Bisschen hüpfen, ein bisschen springen und einfach so vielleicht ein bisschen tanzen. Mach dir irgendwie schöne Musik an, tanz dazu, sing dazu, dass du so wieder in die Aktion kommst, in die Bewegung kommst und dann peu à peu, wenn der Körper so dabei ist, sich wieder dran zu gewöhnen, ah, hier passiert ja was, dann kannst du langsam anfangen mit fordernden Yoga-Übungen. Vielleicht hast du dann auch Lust auf den Sonnengruß. Mach dir doch eine richtig schöne Musik dazu an. Es muss auch nicht immer hier Mantra-Klänge sein, Walgesang oder was weiß ich, Meeresrauschen.
mach dir doch vielleicht dazu deine Lieblingsmusik an und dann ganz im Flow, ganz bei dir, fange an, dich zu bewegen und hol die Energie wieder zurück in dein System. Und wenn du jetzt so gar nicht weißt, wie du anfangen sollst und dir nur denkst, was will die Frau, ich bin doch Yoga-Anfänger, ich brauche erstmal ganz einfache Übungen, ja, dann habe ich die für dich hier im Yoga-Übungsplan. Der kostet dich genau 0 Euro. Da sind ganz, ganz einfache Übungen drin und da kannst du erstmal ganz, ganz langsam in das Thema einsteigen, ohne dir überhaupt da irgendeinen Kopf machen zu müssen. Schreib mir doch super gerne, wie dir das Video gefallen hat. Überhaupt etwas zu dir, verrate es mir hier in den Kommentaren oder gib mir einen Daumen nach oben. Meine Liebe, den Link zum Yoga-Übungsplan packe ich dir hier unten rein. Und wenn du jetzt direkt in ein weiteres Video weiterschauen möchtest, dann kannst du das hier oben machen. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, kannst du hier unten den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche. Meine Liebe, bleib großartig und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.